Heute gibt es ein meiner Meinung nach lebenswichtiges Video für den Bergsport im Winter. Dabei ist es egal, ob mit Ski, Splitboard, Schneeschuhen oder ganz einfach den Bergschuhen. Es geht heute um die sinnvolle Verwendung des lawinenverschütteten Suchgeräts, kurz LVS-Gerät. Das LVS-Gerät ist ein kleines, leichtes und zugegeben sehr teures Teil, das uns bei der Rettung und Bergung von verschütteten Personen eine große Hilfe sein soll und kann. Jedoch sind ein paar Dinge zu beachten, bevor man einfach mit einem LVS-Gerät ins wilde Gelände zieht. Deshalb schauen wir uns jetzt die wichtigsten Punkte im Umgang mit einem LVS-Gerät an, damit du es dir nicht nur kaufst, sondern es auch im Ernstfall richtig verwendest und verstehen kannst. Zu Beginn die schlechte Nachricht: Es gibt unzählige verschiedene LVS-Geräte am Markt. Das ist deshalb nicht so gut, weil man damit eigentlich nicht einheitlich zeigen kann, wie das eine LVS-Gerät funktioniert. Vielmehr ist es so, dass Form, Einstellungsmöglichkeiten und teilweise auch der Funktionsumfang sehr unterschiedlich sein können. Eins aber können sie allesamt: senden und empfangen. Und diese beiden Funktionen sind auch wahrlich die wichtigsten bei einem Lawinenunfall. Deshalb sind diese Funktionen bei allen Geräten eindeutig und vor allem, das ist ganz wichtig, mechanisch zu aktivieren bzw. umzustellen. Damit ist klar, man wird die folgende Erklärung im Prinzip auf alle LVS-Geräte ummünzen können, ohne völlig überfordert zu sein. Fangen wir da an, wo auch eine jede Bergtour im Winter anfangen sollte, dem Gruppencheck. Das LVS-Gerät ist batteriebetrieben, ein elektronisches Gerät und ein- und auszuschalten. Damit ist es in mehreren Aspekten fehleranfällig, entweder bei falscher Wartung, falscher Nutzung oder einem technischen Defekt. Kann alles passieren. Deshalb ist es unbedingt notwendig, ein jedes Gerät vor dem Beginn einer Tour zu überprüfen. Da das die Hersteller auch wissen, geht das im Prinzip auch ganz einfach. Beim Berrybox beispielsweise geht der Leiter der Gruppe bzw. des Gruppenchecks an der restlichen Rasselbande vorbei. Dabei schalten alle Mitglieder ihre Geräte in den Sendemodus, der Gruppenleiter schaltet das Gerät in den Gruppencheckmodus. Achtung, nicht bei allen Geräten ist diese Zusatzfunktion so benannt. In einem Abstand von einem Meter sollte der Gruppenleiter bei jedem Gruppenmitglied ein deutliches Tonsignal vernehmen können. Das ist die Bestätigung für die Funktionsfähigkeit. Ist man nicht nur zu zweit unterwegs, sondern mit mehreren Personen, müssen diese mindestens 3 Meter Abstand voneinander halten, sonst kann es hier beim Gruppencheck zu uneindeutigen Ergebnissen kommen. Nachdem alle Personen abgecheckt wurden, schaltet sich auch der Leiter des Checks noch in den Sendemodus und dann kann es schon losgehen. Und wenn was nicht funktioniert hat, ja, dann hat man, wenn man sicher unterwegs sein will, eine Anreise umsonst hingelegt. Hart gesagt, denn jede Person, die kein funktionierendes LVS-Gerät bei sich trägt, ist nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch keine Hilfe für die anderen. Und letzteres ist dann besonders bei einer Zweiergruppe natürlich besonders fahrlässig. Deshalb lohnt es sich, zu Hause zumindest einmal kurz das Gerät ein- und auszuschalten, um zumindest das Gröbste überprüft zu haben. Das ersetzt natürlich nicht den Check vor Ort. Doch was ist, wenn es zum Ernstfall kommt und das LVS-Gerät verwendet werden muss? Einfach ist das, wenn man Opfer einer Lawine wird. Dann hat man dank der Sendefunktion nichts zu tun, außer, naja, zu hoffen. Wie sieht der Vorgang nun auf der Seite der Person an der Oberfläche aus? Wenn es zu einem Lawinenunfall kommt, soll und muss man schnell, aber konzentriert handeln. Dazu gehört, dass der erste Handgriff zum Telefon geht, um einen Notruf abzusetzen. Bei einer größeren Gruppe können die anderen währenddessen auch schon mit der Suche beginnen. Jedoch möchte ich jetzt nicht auf den kompletten Verlauf einer Lawinenrettung eingehen, sondern vor allem auf das LVS-Gerät. Nachdem man das LVS-Gerät nämlich gezückt hat, dann kann es losgehen. Man schaltet in den Suchmodus und das Gerät sucht automatisch nach dem nächstgelegenen Signal. Ist man allein in dieser Situation, sollte man jetzt in einem Zickzack den Lawinenkegel absuchen, bis man ein erstes lautstarkes Signal erhält. Gleichzeitig muss man nun auch nach Spuren, also Skiern, Schuhen und Co. Ausschau halten. In dieser Zeit sollte man schnellstmöglich agieren. Hat man ein Signal gefunden, wird man etwas langsamer, jedoch sollte man nicht trödeln. Vor allem aber ist spätestens ab jetzt höchste Aufmerksamkeit gefragt, man folgt nämlich nun der Richtungsanweisung auf dem Display. Kommt man dem Signal auf 10 Meter nahe, sollte man nochmal etwas Tempo rausnehmen. Ab 3 Meter Signalstärke geht man dazu über, nah über dem Boden das Gerät in einer Kreuzbewegung zu führen, ohne die Achse des Geräts zu verändern. Das sogenannte Einkreuzen beginnt nun. Man bewegt das Gerät in eine Richtung vor und zurück und ermittelt die geringste Entfernung. Diesen Punkt markiert man im Idealfall mit der Schaufel.
Von diesem Punkt aus bewegt man das Gerät dann nach links und rechts. Kommt es nochmal zu einer Verringerung der Entfernung, bleibt man an genau diesem Punkt, markiert diesen mit der Schaufel und kann das LVS-Gerät verstauen. Das LVS-Gerät hat also von Anfang an bis zur Punktsuche dabei unterstützt, eine möglichst exakte Lokalisation vorzunehmen. Man beginnt mit der Suche eines ersten Tonsignals, wobei hier das Tempo hoch und schnell sein kann. Nach einem ersten Signal folgt man der Richtungsangabe etwas langsamer. Bei der 10 Meter Markierung reduziert man das Tempo erneut und sucht nach immer niedrigeren Zahlen. Bei 3 Metern geht man über in die Feinsuche mit dem Einkreuzen der Position des Verschütteten. Danach ist die Arbeit des LVS-Geräts getan. All diese Prozesse erfordern Übung und vor allem bei größeren Gruppen eine gute Kommunikation. Immer bei neuen Erkenntnissen, also 10 Metern, bei 3 Metern und so weiter, sollte man das deutlich kommunizieren, um die Suche besser zu konzentrieren und effizienter zu gestalten. Das LVS-Gerät allein hat noch niemanden gerettet. Es gehört vor allem das richtige Handling dazu und eine gute Vorbereitung. Deshalb gibt es von mir an dieser Stelle nochmal zwei sehr wirklich wichtige und ernstzunehmende Appelle an euch alle, die im Winter unterwegs sein wollen. Erstens, lest das Handbuch eures LVS-Geräts. Ernsthaft. Alle Männer da draußen. Ich weiß, ich lese auch nicht gerne Handbücher. Ich bin auch der Typ, der einfach mal ausprobiert und schaut, was passiert. Macht das besser nicht. Lest das Handbuch des LVS-Geräts. Im Handbuch eures LVS-Geräts stehen nämlich nicht nur die verschiedenen Funktionen der Tasten und Co., sondern auch welche Automatismen euer Gerät so an sich hat. Das Berrybox beispielsweise schaltet automatisch nach einer gewissen Zeit vom Suchmodus in den Sendemodus. Das passiert dann, wenn es kein Signal erhält und es glaubt, dass ihr aus Versehen im Suchmodus seid. Eigentlich eine sehr schlaue Funktion, aber findet man lange kein Signal bei der Suche und achtet nicht auf das Display, kann das ein Todesstoß sein, wenn man das nicht weiß. Außerdem ist der Ablauf einer verschütteten Suche natürlich immer sehr gleich bei den LVS-Geräten, jedoch bieten die verschiedenen Zusatzfunktionen mancher Geräte die Suche effizienter und damit aussichtsreicher zu gestalten. Deshalb nochmal, lest das Handbuch bis zum bitteren Ende, vor der ersten Tour. Punkt Nummer 2, übt. Übt, was das Zeug hält. LVS-Geräte sind trivial wie sonst was, aber in einer Stresssituation verlernt und vergisst man die einfachsten Prozesse. Das Problem ist, ich weiß, dass kaum Bergsteiger im Winter mit dem LVS-Gerät üben. Und das macht mich wütend. Denn diese Menschen haben ein LVS-Gerät, glauben zu wissen, wie sie es verwenden, sind aber im Ernstfall dann so träge und langsam damit, dass es unnötig Zeit kostet. Mit solchen Menschen möchte ich nicht auf Tour gehen. Übt die verschütteten Suche immer und immer und immer wieder. Sucht euch ein sicheres Trainingsgelände mit eurer Stammgruppe, vergrabt LVS-Geräte, am besten mehrere, um es anspruchsvoller zu machen, und sucht sie. Macht das nicht einmal und wiegt euch in Sicherheit, macht das 100 Mal, bis ihr das Gerät so gut im Griff habt, dass ihr wirklich binnen 1-2 Minuten auf die Punktsuche zusteuert. Wer das kann, kann auch ohne komisches Gefühl auf Touren gehen. Und ich sage das wirklich nur deshalb in dieser Ausdrücklichkeit, weil es einfach kaum jemand tut. Und das ist meiner Meinung nach schade. Schließlich bringt ihr im Zweifelsfall Leute damit um. Und somit sollte es selbstverständlich sein, dass man das auch drauf hat. Und zu guter Letzt, achtet nicht nur auf das LVS-Gerät. Die Mischung macht's. Man sollte die Infos des LVS-Geräts aufnehmen können, aber trotzdem nicht das Umfeld vernachlässigen. Oftmals sieht man im Lawinenkegel, gerade bei kleinen Lawinen, viel mehr als man glaubt. Skispitzen, Schuhe, Füße, Hände, alles wichtig und alles im Zweifelsfall deutlich schneller als die LVS-Suche. Deshalb nicht nur aufs Gerät starren und darauf verlassen, sondern auch ein wenig den Verstand und die Augen verwenden. Außerdem klar, eine Rettung besteht natürlich aus mehr als nur einem LVS-Gerät. Aber darum geht es dann in den nächsten Wochen. Da schauen wir uns dann in einem Video noch Punktsuche, also das Sondieren und natürlich schnelles und effizientes Graben an. Und in einem eigenen Video schauen und simulieren wir dann tatsächlich gemeinsam auch mal den Ernstfall. Bleibt gespannt, coole Videos stehen auf dem Plan, da bin ich mir sicher. Wir sehen uns spätestens am Freitag mit einem neuen Video. Bis dahin wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten und Bergheil.